Hallo meine Lieben, willkommen zurück. Ich hatte schon in der letzten Folge gesagt, dass ich ein bisschen komisch rede und euch heute aufkläre, warum das so ist. Und ich sag's euch gleich, ich weiß es nicht, ich mach's einfach und ich habe hier ein neues Rätsel und ich werde die ganze Folge weiter so reden. Entwirr die Sternbilder durchklicken und ziehen der Himmelskörper. Entwirren. Entwirren mag ich. Ich mag entwirren. Manchmal bin ich auch selbst ein klein wenig entwirrt. Ein kleines, entwirrtes Ding. Ja, es ging ja super. Na, das sei jetzt Gaga. Ach, so Kaka ist das gar nicht. So. Ja, bitte noch mehr. So Wahnsinn. Noch sieht es gut aus. Ah. Der Fehler lag im Detail. Aber bitte jetzt. Ein Herz, ein Penis, ein Anker, ein F und eine Spirale. Das kann nur jemand gemalt haben, der betrunken war. Ah. Sieht immer noch aus wie ein... Obwohl, es könnte auch ein sitzender Fisch sein. Aber ich finde Penis viel lustiger. Ist hier noch irgendwas? Hier war doch irgendwas. Wartungsschacht. Leider zu weit weg. Ja, lauf doch hin. Oder schiebt das davor? Hm. Oder wir schießen es einfach ab? Gar nicht so einfach. Oh, das war's ja schon. Kann man das hier wieder reinpacken? Ach! Mal, hier ist doch Sonntor, oder? Ah nee, doch nicht. Spiegel im Schlafzimmer. Spiegel. Ach, siehst du, die habe ich ja völlig vergessen. Schönes habe ich eindeutig auch noch ein Ding an der Klatsche.
Im Spiegel leuchtet etwas, aber es ist so klein, dass ich es nicht erkennen kann. Klicke, um die magischen Ringe im Spiegel zu drehen. Sieht doch gut aus. Also für mich sieht das absolut richtig aus. Ein silberner Stern. Den konnte ich doch drüben verwenden, oder nicht? Da. Das Mondbild. Ich habe ein Wandbild mit den Sternbildern aus dem Kartenraum gefunden. Das sind bestimmt wichtig. Die sind bestimmt wichtig. Für alle Fälle habe ich sie in mein Tagebuch vermerkt. Und ich muss den Kartografen retten. Was für seltene Sternbilder. Das habe ich noch nie gesehen. Das sind die Vögel. Stelle die Räder so ein, dass die Vögel die richtige Position einnehmen. Woher weiß ich denn die richtige Position? Ah. Gelb muss ganz links. Muss dahin, genau. Das Blau muss da hoch. Und das Grün unten. Ja, ich bin halt gut zu Vögeln. Warum rede ich die ganze Zeit immer so komisch? Und warum schreibt mein Füller nicht? 3 Wochen das Ding nicht benutzen, es schreibt nicht. So, hier ist der Kartograf. Der hat was in seiner Hand. Und er sieht was. Hier ist es richtig eisig. Ich glaube, hier lässt sich etwas in Sekunden einfrieren. Frost hat gefrierte Sekunden und schmilzt nie. Praktisch. Eine stabile Modellform, mit der man Gussform herstellt. Na? Wie seltsam.
Wie müssen wohl die Edelsteine angeordnet sein, damit sich die Tür öffnet? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber davon habe ich sehr viel. Von dieser. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Mensch. Da musste erstmal drauf kommen. Da stand auch da, dass das Ding unbrauchbar ist, Mensch. Ich dachte. Was will ich mit dem flüssigen Schlüssel? Oh, ich verstehe es nicht. Oh, da hinten ist noch eine Tür. Na? Nicht? Aber... Gibt es keins? Da ist doch nichts mehr. Ah.
Gut, dann würde ich sagen, wird in der nächsten Folge wieder lustig und fröhlich mit ganz vielen Fragezeichen im Gesicht weitergeknubbelt. Tschüss.